einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo. So, wir sind hier noch am Schwaden, am Mähen, Heu machen, dass wir uns relativ bald dann Kühe zulegen können. Aber weißt du, was das Gute ist? Dass das Wettstück hier dabei ist. Das gibt Geld. Genau. Wenn ihr euch noch an das Projekt, also ein Challenge-Projekt erinnert. Tja, das hat mir den Sieg gebracht, dieses Waldstück. Mhm. Oh, hier ist Sackgasse. Also hier hinten geht's nicht wirklich weiter. Soll ich nicht runterkommen? Doch, fahr durch. Ich hab bis da hinten geschwadet. Geschwadet? Gemäht. Und gewendet. Ja. Und dann fährst du da, wo ich jetzt gerade stehe, da geht's weiter. Ja. Ist zwar ein bisschen unkonventionell beim Bauern, jetzt beim Nachbarn durch die Aussaat zu fahren oder durch die Ernte zu fahren, aber. Ist nur Hofbergmann. Wir wollen ja vorankommen. Mhm. Ich hoffe mal, dass du richtig liegst, gell, mit deiner Info hier. Heu. Heu, Dings da. Was hast du gesagt? Heu? Mischration, Heu oder Kühe. Genau, mit diesem oder, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Alter, jetzt kommt der Traktor hier wieder nicht in die Gänge. Mach mal Licht an. Wie siehst du vielleicht mehr? Ich hab Licht an. Ich wollte einmal einen Tipp geben. So, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld überlassen. Für die Kühe, dass wir uns die kaufen können. Soll ich mal vielleicht ein Kuh kaufen, dass du dich überzeugen kannst? Was brauchen wir denn noch? Das ist eher interessant für mich gerade. Wasser und Stroh. Wasser und Stroh, das haben wir. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, dass du jetzt schon schwadest. Ja. Nee. Weil ich mit dem Wender wieder die Schwad kaputt mache. Muss ich den Ladewagen. Ja, kann ich gerade so festgestellt. Ah, jetzt ist da eine Wollpalette. Wo? Ja, hier im Stall. Ah, dann stand die Ding im Weg. Das Schneidwerk, das stand da. Ah, ja. Ja, das macht Sinn. Ja, ich dachte, ich kann das hier einfach abstellen. Okay, cool. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, das ist doch noch voll Hilfe, LS, oder? Jetzt, nee, kann schon sein, dass die hier auch ein bisschen heller gemacht haben. Stimmt, da habe ich schon da. Haben sie sogar, glaube ich. Ja, soweit ich mich erinnern kann, ja. Ist ja gut, wenn das einer tut von uns, der sich erinnert. Das ist sogar sehr gut. Ja, wir haben ja Sommerzeit, da ist er ja auch deutlich heller. Mhm. Gibt es in 2 Jahren nicht mehr. Oder je nachdem nur noch. Mhm. Wobei ich aber ja vom. Ist auch mal schön, so eine Stunde länger zu haben. Nee, hast du aber morgens weniger. Also im Grunde macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Ja, eigentlich. Also im Endeffekt. Mhm. Also hier auf der Hofbergmann muss man echt mit den Uhrzeiten aufpassen. Beziehungsweise Öffnungszeiten. Jupp. Ja, stimmt. Zum Glück hast du den Ladewagen geholt. Ja, wäre der Händler zu gewesen. Hätten wir umsonst gemietet.
kommst immer auf die H-Taste. Nee, das ist Absicht. Weil alle Maschinen an sind. Wenn ich dann einmal auf H gehe, sind alle aus. Ach so. Kleiner Hack. Du kannst auch Steuerung V machen. Dann. Ja, dann hebt das ja aber nur an. Ja, ist doch egal. Nee, ich will es ja aushaben. Warum? Weil ich das will, weil sie dann keine Leistung mehr verbrauchen. Ja, wenn ich hier mit 5 km/h wenden muss, dann kriege ich Anfälle. Das sehe ich hier jetzt auch. Viel zu langsam. So, wo bist du? Was machst du? Ich stelle den Ladewagen dahin und dann gucke ich mal, was das hier zu machen. Okay, weil wir könnten jetzt schwarten. Ich bin fertig. Ja, dann schwart mal. Ja. Und was brauchen die? Guck mal, die brauchen auch so verliebeweise Heu. Ja. Auch unter anderem. Ja, guck, da kannst du sehen. Wer denn? Nein. Ja, du. Denn sonst. Wer braucht was? Ja, das Schaf braucht Gras oder Heu oder Klee. Ja, aber bei den Schafen ist ja easy, dann einfach Gras reinkippen. Das war schon immer so. Ja. Aber die Frage, meine Frage war, gibt es einen Unterschied zwischen, ist Klee eine Mischration? Das war meine Frage. Nein. Okay. Aber es ist theoretisch einfacher als eine Mischration, wenn man das nur ablehnen muss. Ja, deshalb machen wir ja jetzt Heu. Weil den Klee müssten wir ja erst anpflanzen. Dann können wir heute Abend nämlich noch Tiere kaufen und die produzieren in der Nacht dann schon. Ja. Eigentlich mit Schwaben. Ich habe erst 23% von Ladewagen. Ja, dadurch, viel, dass man das hier nicht bringen kann. Viel kommt hier nicht runter. Das war zu erwarten. Aber wenn du mal auf der Karte guckst. Rechts neben dem Hof ist eine Wiese, die man auch düngen kann. Müssen wir aber kaufen, oder? Das müssten wir kaufen für 261.000. Da hätten wir das Problem. Ja. Ich wollte es ja nur mal vorschlagen. Das lang, bis der Schwader ausgeklappt ist. Ja. Warte, ich fahre da nochmal lang. Okay, dann müssen wir Kühe kaufen, gell? Dass du das Heu direkt bei denen reinkriegst. Ja, ich schütt gleich erstmal noch ein bisschen in die Schafe rein, dass die komplett voll versorgt sind. Die brauchen nämlich nicht so viel. Dann sind die erstmal für ein paar Jahre versorgt. Ja. Naja, wir sind übertrieben. Alle sind etwas länger versorgt. Ah, wir haben einen Wassertrigger am Hof, gell? Ja. Sehe ich gerade.
Ja, jetzt bin ich einmal voll. Okay, dann kaufe ich ein paar Kühe. So, guck mal. Hier lauf. Muss man über die Mauer springen. Was nehmen wir denn? Milchkühe oder schwarz-weiß? Ja, immer schwarz-weiß. Dann 2, 4, 6, 8, 9, 10. Passt erstmal, oder? Oh, ja. Nein, warte mal. Wo steht denn das Teil hier? Wo hast denn den... Wo fährst du hin? Ja, zu den Kühen. Die Kühe stehen auf der Weide. Ach, die hast du auf der Weide gekauft. Gibt's verschiedene Kuhställe? Ja, hier oben ist ja eigentlich... Ja. Nein, wir machen Bio-Kühe. Die stehen auf der Weide. Aber, du hast ein Problem. Die produzieren da zwar... mehr Milch, aber die pflanzen sich nicht fort. Nicht auf der Weide. Das hättest du mir mal vorher sagen können. Nee, wusste ich ja nicht. Okay. Ja, ich dachte, du... Die pflanzen sich auf der Weide nicht fort, aber produzieren mehr Milch. Naja, wir wollen ja Milch haben, von dem her passt das ja eigentlich. Wir müssen halt immer Kühe zukaufen. Kannst du die transferieren? Ja, mit dem Tieranhänger. Oder? Warte, ich guck gleich mal. Abdeckung öffnen. Bestimmt machen. Dann wäre es sinnvoll, weißt, oben die Kühe zu kaufen und dann immer oben 30 Stück zu lassen und die anderen runter zu transportieren. Ja, dass wir sozusagen oben einmal die produzierenden Kühe, also ja. Also dann haben wir immer da irgendwie, keine Ahnung, 30 Kühe und die und wir haben da immer vielleicht irgendwie restliche und die tun wir dann halt immer hier. So wäre ein Plan. Ja. Ich nicht wusste, wo man hier abschütten kann. Was? Guck mal, voll. Da vorne. Achso, ne. Ich glaube, ich muss was. Das müsste was sein, ja. Da probiere ich jetzt mein Glück. Ja. Das ist nicht das Richtige, was ich eigentlich. Warum? Na egal. Was ist denn das sonst für ein Fass? Ich glaube, hier kann man keinen Dings Feuer reinmachen. Ja, was sagen denn die Kühe? Die brauchen doch irgendwas zu füttern. Ja, aber ich war. Dann probier du doch mal. Ja. Da hatte er etwas falsch verstanden. Mischration Silage oder Heu. Gras und Klee ist was anderes. Ist aber so ähnlich. Nee, Gras und Klee Effektivität 75%. Ah, ja, so jetzt egal. Hey, ich habe das auch schon probiert, hier was abzukippen. Hatte mir nicht einer jemand was geschrieben? Moment, ich guck mal gerade. So, ich habe mal eben nachgeschaut. Das war nur eine Info wegen Stroh, die ich da hatte. Wegen dem Heu, keine Ahnung. Ah, warte mal. Ich vermute, wir müssen das auch wieder oben in den Futtertrog einführen. Kannst du mal mit dem Radlader kommen? Oder Frontlader oder wie auch immer. Ja.
Dann kippe ich mal ein bisschen was daneben. Du probierst es oben rein zu trichtern und dann gucken wir mal, ob das geht. Jo. Da ist nicht viel, was da liegt, aber vielleicht geht's ja. Ist natürlich alles ein bisschen umständlicher. Der klackert aber schön. Küchen, gehst du mal auf die Seite? So, hier müsste es eigentlich reinpassen. Ja. Und zurück, ja. Ne. Wie ne? Ja, guck, das Schiff ist auf dem Boden. Das ist kein Trigger. Schade. Hier ist noch was. Andere Seite. Okay. Theater, ich geh doch mal auf den Weg. Vielleicht ja, brauchen die hier ja gar keinen. Ah ne, dann wird's ja. Lass doch mal versuchen, da oben in den richtigen Fischer reinzukriegen. Meinst du, es zählt hier? Ne, ja, gibt's wieder aus. Lass ihn mal rein, dann probier ich mal oben. Jo, probier mal. Hast du alles aufgesammelt gehabt oder war da noch was? Alles aufgesammelt. Oh, falsch gefahren. Damn it. Ich muss das Tor noch aufmachen. Nee, ich bin falsch gefahren. Bin unten bei der Güllegrube. Da kann man sich ja mal wohl fahren hier auf dem Hof. Hier hinten gibt es glaube ich auch einen Eingang. Warte doch mal kurz. Nee, wir haben keine Zeit. Das ist komisch. Also wie ihr seht, wir haben keine Ahnung, wie die Map hier funktioniert. Wenn ihr irgendwelche Infos habt, dann schreibt sie mir am besten mal in die Kommentare. Ich kann dir wieder reinkippen. In deine Schaufel. Hm. Dann lass sie doch hier nach oben transportieren. Das ist viel einfacher. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Dann müssen wir halt die Tiere mal transportieren. Geht aber erst, wenn wir geschlafen haben. Weil im Moment hat ja der Händler zu. Warte, ich kann noch eins probieren. Was ich schon vorhin probieren wollte. Ja, ich kann ihn noch verkaufen. Okay. Was ist natürlich sein, dass der Trigger hier hinten drin liegt. Das wäre dann so. Bei den Schafen war das ja auch so komisch. Nee, hier ist irgendwo der Sprungtrigger.
Ja, okay. Das sollten wir in der nächsten Folge rausfinden, hoffe ich doch. Oder ihr schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.